Ja, wieder gerade aufgehängt, ganz kurz. Jetzt schon wieder. Was macht jetzt hier ein Goblin? Jetzt hat's gerade gelaggt. Gut. Ich glaube, du, was das, was du da hinten machst, will dem Spiel oder dem Server gerade nicht gefallen. Warum? Hat gerade ein bisschen gelaggt. Ja gut, bei mir hat sich gemeint, die Aufnahme müsste abkacken. Ich habe hinten mit Markus Ding gefarmt, Sharkfins. Einfach bei mir reinschauen, ihr seht alles. Und genau. Noch ein bisschen Schleichwerbung machen. Und ich war unten in der Hölle und habe dann einen Weg gebaut. Aber warum leckt denn das gerade so? Ah, mein Gott. Dein Gott? Ach so. Unser Gott. Boah. Ich weiß nicht, ob ich eben irgendwie fast gekillt wurde von Tintenfisch, ja. Also wenn das Wetter so leckt, bin ich mal kurz dafür, dass wir Terraria schließen und ich das neu starte. Lass mich aber jetzt noch versuchen, irgendwie so ein scheiß Ding zu kriegen. Ich wollte gerade sagen, jetzt hat sich's gefangen, jetzt hat's aber wieder gedeckt. Ja, tu du noch die Flosse machen, ich tu hier noch ein bisschen und dann tun wir mal vorsichtshalber nochmal neu starten. Ich weiß nicht, was es gerade hat. Hatte ich auch noch nie. Und sonst würde ich sagen, dass man das irgendwann anders mal mit der Haifischflasche. Ja, es sind noch zwei oder eine. Eine. Und dabei ist es noch so ärgerlich, dass keiner kommt. Ey, komm, vorhin habe ich es auch gesagt, dass ich aufhören will mit der Sammeln. Und da kam auch einer. Warum macht das jetzt keiner? Da kam zwei. Nee, da warst du schon weg. Achso. Ich bin sogar extra Dings gegangen. Holzfällen, das hat nichts gebracht. Was gibt's hier für schlechte Ratschläge? Warum? Das interessiert mich gerade ein bisschen, warum das auf einmal so leckt. Kann ich dir leider nicht beantworten, warum das leckt. Ich weiß nur, dass ich... Warte mal. Oh, ich hab ein Gold. Ich werde mich doch porten. Oh, jetzt gerade kommt einer. Fuck. Aber du hast ihn noch nicht geportet. Hab ich ihn? Ich kann nicht gucken, weil ich tot bin in meinem Inventar. Das ist scheiße. Hab. Oh, puh. Halleluja. Ernsthaft? Ja. Da war noch ein zweiter. Der hat noch 18 HP gehabt. Der hat mich aber gefressen. Gut, dann haben wir jetzt 15, ne? Ja. Okay, kann ich den kurz schließen und neu starten? Einen ganz kurzen Moment noch. Warum haben wir keine Kiste, wo Kakteen drin sind? Ich habe irgendwo Kakteen drin. Ach ja, und wir haben den King Slime gemacht. Das wurde mir jetzt auch nicht gezeigt, egal. Unten im Link, in der Beschreibung, ist ein Link zu Markus. Link zu mir. Nein, gut. So. Hey. Gut, jetzt geht's weiter. Ich will noch kurz sagen, dass bei mir alles gespackt hat. Deswegen, unten in der Beschreibung ist von dem da hinten sein Kanal. Und da seht ihr, was wir gemacht haben. Ne? Zack, ja. Ja. War ja nur King Schleim bisschen in der Hölle rumgammeln und ein paar Sharkfins machen. Na gut, das in der Hölle habe ich nicht mitbekommen, ja. Das habe ich gemacht, aber ja, ist es nicht so, wisst ihr. Kommst du denn mit runter? Du wolltest mir deinen Phoenix Blaster überreichen? Der ist ganz in der linken Shadow-Truhe mit Munition, allem drum und dran. Ach, mit Muni sogar, cool, danke. Ja, mit Dingmund. Boah, was ist jetzt los? Scheiß Kuchen. Hat er geschmeckt? Boah. Hast du selbst gemacht? Ja, Erdbeerkuchen. Ja, er ist vergiftet. Cool. Moment mal, ich hab die Stelle gegessen, mit die vergiftet war. Ah. Okay. Mit Ratten. Mit was? Mit Rattengift. Oh, na lecker. So, Phoenix Blast ist sogar ausgerüstet. Ja. Oh, danke. Ja. Ich komm denn da. Ach so, ja, jetzt muss ich mich. Von meinem Geld gekauft. Kriegst du irgendwas mal spendiert? Irgendein Cookie oder so. Oh, gut, ansonsten irgendwas bestimmtes ausrüsten? Nein. Außer dass du runterkommen könntest, gibt's nichts.
Ich komme mir jetzt runtergefallen, ne? Ich frag mich, warum ich schneller falle als du. Ich bin schon unten. Du bist schon unten. Na okay, gut. Ich werde mich ja gleich an mein Bettchen zählen. Ich hab grad gemerkt, dass... Oh, gute Idee. Ich habe gerade gemerkt, dass Fledermäuse verdammt viel Schaden machen. Was dachtest du denn? Okay, danke. Gut, dann würde ich sagen, links, ne? Von links nach rechts oder von rechts nach links? Von links nach rechts. Okay. Ah, warte. Ja, jetzt kannst du. Scheiß Feuerimp. Hau ab, du. Hey, Fledermaus. Wo bist du? Ich komm grad. Kannst du schon mal... Achso, nee, ich hab ja die Dinger. ich dachte gerade schon, machst du mal? Ja, komm doch her. Ich dachte hier, weil hier schön... Ja. Ich hab doch rechts eine ganze Arena gebaut. Ah, ist ja gut. Alle Zicke. Ja, okay. Beschwör ihn. Und tschüss, Guide. Tschüss, Guidey. Okay, macht nicht gerade wirklich viel Schaden. Mega, ich mach die auch alleine fertig. Kein Problem. Ich schieß einfach auf diese Arme. Ja, kannst du machen, die sind nämlich auch ziemlich nervig nach der Zeit. Und das waren schon die Arme. Der fühlt sich jetzt armlos. Ja, renn in ihn rein. Kein Problem. Kann das ab. Jetzt hat sie ihn geleckt, ne? Was mit dem Achilles mein Mod. Ja, lol. Die ist schon fast tot. Also auf jeden Fall sehr schwerer Boss. Nicht zu empfehlen. Ey, der hat sogar ein Emblem fallen gelassen. Ich hab alles aufgesammelt. Bei mir hat er nie ein Emblem, also mit Robin und mir, hat er nie ein gelassen. Finde ich auch wohl. Da kannst du haben, das brauche ich nicht, das ist ein scheiß Emblem. Ranger. Okay, machen wir Power Ranger. Ja, sorry, Guide ist noch nicht da, ne? Jo, jetzt haben wir den Hard Mode aktiviert. Activated. Da kommt schon auch schon ein Gegner vom Hard Mode. Die halten einiges aus. Oh ja, das stimmt. Na gut, wollen wir denn gleich hier Skeletor und Prime und alles durchnudeln? Hab ich gehört. Was? Die ganzen Bosse? Komm, wenn wir gegen die Boss eben da klarkommen, also... Was willst du mehr? Jetzt ist nur die Frage, was packe ich weg für das Emblem? Der Boss hat ja auch gerade keinen Schaden wirklich gemacht. Die also anderen machen jetzt... Außer wo ich drinnen stand, ja. Ja, ich geh mal nach oben. Oh, da kommt schon wieder ein Neck. Oh, da kommt nochmal. Ah, du Kackviech. Jetzt machen wir es denn so. Und ich habe schon den Soul of Night. Und die ersten Cursed of Flames sind da. Ja, aber die hole ich jetzt nicht. Wo ist mein Spiegel? Da ist mein Spiegel. So. Jetzt troppen die Gegner Seelen. Das ist sehr gut. Weil die brauchen wir, um neue Waffen zu erstellen. Jetzt geht da. Also ich könnte ja mal in die Quatschen gehen und zeigen, was jetzt dieser Hammer macht. Mit minus 15% Damage, geil, ich will einen anderen haben. Oh mein Gott. Ja, kann ich ja mal zeigen, was man mit dem jetzt machen kann, was wo der Boss gedroppt hat. Und bei mir ist gerade Musikmischmasch, einmal Höllenmusik, einmal Bossmusik teilweise, glaube ich. Und einmal Nachtmusik. Why not? Und ich kämpfe ja schon gegen munter fröhliche Gegner. Die mich ja irgendwie alle gerade irgendwie in die Mangel nehmen. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Aber ich habe schon 3 Seelen der Nacht. Ich habe 4. Ich sagte, wir können gleich gegen Gegner kämpfen. Ah, natürlich gibt es auch jetzt neue... ja, der Corruptor, Soul Eater so gesehen. Der tut halt schießen und ist halt böse. Und mich nervt dieses Musikmischmasch. So, das können wir damit machen. Jetzt haben wir neue Erze, die wir vorher nicht abbauen, bauen konnten.
weil sie nicht existierten. Genau. Aber wie schön du das erklärst, jetzt haben wir dies, können wir das ja machen. Ja, es ist in Ordnung. Ich werde gerade die ganze Zeit von überall und über... Je, ah, penetriert, mein Gott. Oh, und die machen Schaden, die Gegner. Oh, aber nicht allzu wenig. Tja, armer Junge. Ich chill zu Hause erstmal eine Runde und... Moment. So, Adamantit. Man kriegt immer alle drei Etagen, also als erstes Kobold, der Mithril, der Adamantit. So ist es auch aufgebaut. Das Beste kommt zum Schluss. Und dort würde ich doch gerne runtergehen, weil da nämlich ein Lebenskristall ist. Habe ich jetzt irgendwas verpeilt? Man konnte doch, also man muss ja um... Man muss ja die Wild Mushrooms zu Wild Powder machen. Achso, den kann ich... Dann kannst jetzt, du Corruption entfernen. Ja. Nee, das konnte ich mit dem anderen Pulver, was ich kaufen muss, von der komischen Tote. Von der Dryade. Achso, ja. Es gibt natürlich wieder einiges zum Entdecken. Jetzt macht das Spiel wieder Spaß? Nein, also, natürlich. Links war der nächste Dämonenaltar. Boah, die Qualle hat mich gerade heftig geschlagen. So, ich habe jetzt 360 Leben. Noch zwei Kristalle brauche ich so gesehen. Der Server leckt ein bisschen nur. Ja, das kann gut sein. Kann auch gut wegen den Monstern jetzt alles kommen. Ach, nee, hat nicht geleckt, mein Inventar war in der Fall. Ich hab mich gewundert, warum ich den Stern nicht eingesammelt hatte und... Na gut, hat sich schon erledigt. Nee, weil es auch eben so aussah, als ob es als hätte es geleckt, weil deine Höhe andauernd irgendwie geändert wurde und das immer so aussah, als ob du zurückgesetzt wurdest irgendwie, weißt du? Tja. Jo. Ich wollte jetzt noch diesen Altar holen, aber das wurde mir nicht gegönnt. Ich habe 6 Gold verloren. Bei mir schwirren jetzt hier Haufen Gegner rum. Ist natürlich nicht so schön. Guide kam noch nicht, ne? Nein. Ja, wollen wir den danach gleich mal machen? Ja, klar. Da mache ich jetzt einfach mal das ganze Zeug rein. Das verkaufe ich. Die Wormtooth kann ich auch verkaufen. Die sind sowas von nutzlos. Warten Chunk brauchten wir, ne? Richtig, aber ich mach schon Wurmfutter, keine Sorge. Bestimmt ja keinen Fallschaden mehr. Nee. Ist das schön. Dann komme ich mal nach links zu der Corruption und tu da noch ein bisschen abbauen. Oh, eine Goblin-Armee. Eater of Walls heißt er Woken. Ja, ich habe jetzt 6 Dingsbums Wurmfutter gemacht. Ha, bitte. Wie sie ich sehen, bin auch sehen bei sie nicht gestorben. Durch die scheiß Geister hier, die schwarzen. Die machen schön Schaden. Oh, und diese Corruptor hasse ich. Geh mal weg, ich will mich da nur reinbuddeln. Mach das. Ah, weg. Warum machen die jetzt alle so viel Schaden? Ich will wieder zurück. Ich hab gesagt, jetzt die Bosse schon zu machen, ist ein bisschen übermütig. Ja, natürlich, war doch ein Scherz. Und offensichtlicher. Die Altare kann man übrigens nur mit dem Hammer zerstören, wenn man die davor... Ich mach die Goblin-Armee. Wenn man die davor versucht abzubauen, die Demon-Altars, dann kriegt man Schaden und du stirbst. Ach, jetzt wird hier auch schon so eine komische, so eine Fake-Kiste rum. Natürlich. Oh, die Fake-Kiste! Tu die bitte töten! Tut meine, Ich bin doch schon tot, du Horst. Ja, aber guck, dass du die tötest. Tut diese Dual-Hook-Truppen und ich will die haben. Was ist denn ein Dual-Hook so besonders? Das sind nicht 3 wie bei der Wein, sondern 2 und ich mag die einfach mehr. Also, als ich die hatte, ich kam damit überhaupt nicht klar, weiß nicht. Ich mag die total. Ich hasse dafür die, wo ich jetzt habe, diese Wein. Die mag ich überhaupt nicht. Mit der komme ich besser klar. Muss ich ehrlich sagen.